Mittlerweile habe ich mich sehr ausführlich in das Thema E-Scooter eingearbeitet und möchte euch mit dem Ninebot D38D heute einen sehr interessanten Allrounder mit Straßenzulassung vorstellen. Der Mittelklasse-Scooter wird zu einem anständigen Preis angeboten und findet bei der Ausstattung einen sehr schönen Kompromiss. Qualitativ macht Segway Ninebot hingegen keine Kompromisse, doch eins nach dem anderen. Der Ninebot D38D wird in diesem Karton geliefert. Das zweite D steht übrigens für Deutschland. Die entsprechenden Spezifikationen sind wichtig, um die für Deutschland benötigte Betriebserlaubnis zu erhalten. Entsprechende Papiere sind beim D38D natürlich dabei. Es gibt auch eine D38E-Variante, die ist allerdings nicht für Deutschland zulässig und das nur als Info vorweg. Der 16,3 Kilogramm schwere Scooter ist schnell aus dem Karton gehoben und bis auf 4 Schrauben komplett vormontiert. Es müssen lediglich ein paar Verpackungs- und Schutzfolien entfernt werden, alles andere ist, wie ihr hier seht, ready to go bzw. ready to ride. Man muss lediglich den Lenker einstecken und die besagten 4 Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug festschrauben. Die Inbusschrauben sind außerdem bereits mit Sicherungslack ausgestattet, sodass alles vernünftig hält. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, dass die Aufkleber am Scooter sehr einfach und vor allem rückstandslos entfernt werden können. Auch wenn es banal klingt, gibt es nichts Nervigeres als Hinweisaufkleber, die dann Rückstände hinterlassen. Neben dem Scooter selbst und der bereits erwähnten Betriebserlaubnis sind außerdem ein Adapter zum Luftaufpumpen und das Ladegerät im Lieferumfang enthalten. Geladen wird über den geschützten Stecker in der Mitte und der 367 Wattstunden große Akku ist in etwa 6,5 Stunden komplett aufgeladen. Der D38D hat mit 350 Watt Leistung den stärksten Motor mit größtem Akku. Es gibt auch noch 2 kleinere Varianten in der D-Serie. Ich zeige euch heute, wie gesagt, die stärkste Version. Das Design ist erstmal minimalistisch, sticht aber vor allem durch den roten Gitterrohrrahmen aus dem Einheitsbrei hervor. Kleine Details wie die farbigen Kabelummantelungen oder die diversen Schriftzüge lockern den Look zusätzlich auf und insgesamt wirkt der Scooter einfach sehr schick. Ich wurde während meiner Testfahrten mehrmals darauf angesprochen, wo ich den Scooter denn her habe und ob ich ihn empfehlen würde. Grüße also an dieser Stelle. Ich habe natürlich immer brav Werbung für meinen YouTube-Kanal gemacht. Meldet euch gerne in den Kommentaren, wenn ihr einer dieser Personen wart. Okay, der Klappmechanismus ist sehr wichtig bei so einem Scooter. Er muss also primär schnell und einfach funktionieren und außerdem qualitativ hochwertig sein bzw. lange halten. Ich bin hier extra nah mit der Kamera rangegangen, damit ihr euch bestmöglich selbst überzeugen könnt. Der Mechanismus ist robust, natürlich komplett aus Metall, lässt sich einfach sperren, sichern bzw. entsichern und man kann den Scooter innerhalb weniger Sekunden zusammenklappen und wegtragen. Der Scooter kann so zum Beispiel problemlos in den Kofferraum eines Autos gehoben werden. Gerade für Park-and-Ride-Szenarien macht das auf jeden Fall Sinn. Ich habe meinen PKW zum Beispiel erst letztens zur Werkstatt gebracht und bin mit dem Scooter wieder von der Werkstatt weggefahren. Auch das Abholen wurde mit dem Scooter realisiert. Das ist auf jeden Fall deutlich leichter zu bewerkstelligen als mit dem Fahrrad. Und nein, das ist keine Geschichte, die ich mir hier für das Video ausgedacht habe, sondern ist so passiert. Genau dafür ist meiner Meinung nach so ein Scooter super praktisch. Also für diese berühmten letzten 1-2 Kilometer, wenn man beispielsweise mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, aber nicht direkt vorm Geschäft oder so parken kann, sondern 1-2 Kilometer davor auf einem Sammelparkplatz oder so, Scooter aus dem Kofferraum, zur Arbeit fahren und man ist good to go, beziehungsweise good to ride. Ich glaube, das hatten wir heute schon. Ein weiteres wichtiges Element sind die Reifen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Luftreifen hier in Sachen Komfort und Fahreigenschaften weit überlegen sind. Ich bin mehrere Scooter mit Vollgummireifen und auch diesen Honeycomb-Reifen gefahren und manche davon hatten sogar eine Federung und keiner ist auch nur annähernd an die Performance von Luftreifen rangekommen. Der Ninebot D38D hat 10 Zoll große Luftreifen mit Schlauch verbaut und auch das Profil ist zu den Flanken hin verstärkt. Auch wenn der Scooter sich auf Asphalt am wohlsten fühlt, sind Schotterwege, Kopfsteinpflaster und Waldwege für den D38D kein Problem. Kleinere Bordsteinkanten und Unebenheiten federn die Reifen sehr gut weg und auch die vergleichsweise hohe Bodenfreiheit ist hier vorteilhaft. Gebremst wird mit einer Kombination aus Trommelbremse hinten und elektronischer Bremse vorne.
geregelt über einen Bremshebel auf der linken Seite. Ich persönlich habe die Energierückgewinnung in der App auf stark eingestellt und bin mit den Bremsen bestens klargekommen. Der D38D verzögert schnell und gleichmäßig und das ist gerade für Anfänger ein sehr schönes Konzept. Um die deutsche Straßenzulassung zu erhalten, müssen die Hersteller einige technische Voraussetzungen schaffen. Vernünftiges Licht ist zum Beispiel eine davon. Der D38D hat neben diversen Reflektoren ein LED-Vorder- und Rücklicht verbaut. Das kann über den Bedienknopf einfach zugeschaltet werden und liefert dank LED-Technik eine anständige Lichtausbeute ohne merklich höheren Stromverbrauch. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das beim Scooter ist. Beim Motorrad muss man das Licht ja immer anhaben, aber hier würde ich auch empfehlen, gerade für die Sichtbarkeit, das Licht einfach immer eingeschaltet zu haben und so hat man nach vorne und hinten hin eben Licht und wird auch gesehen und sieht natürlich auch im Dunkeln selber mehr. Und wo wir gerade beim Thema Strom sind, der Elektromotor sitzt im Vorderrad und leistet beim D38D wie gesagt 350 Watt. Ich selbst wiege knapp 100 Kilogramm und bin etwas über 1,90 Meter groß. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h wird auf ebener Strecke zügig erreicht und wenn es leicht bergauf geht, können es auch mal 3 bis 4 km/h weniger sein. Angegeben ist der D38D für eine Steigung bis maximal 20%. Wie gut der Scooter diese letztendlich bewältigt, hängt natürlich stark von eurem Gewicht ab. Ab 80 kg Körpergewicht würde ich auf jeden Fall zum D38D mit dem großen Motor greifen. Für leichtere Personen oder Kinder reicht wahrscheinlich auch der D28D, der dann weniger Leistung, aber auch weniger Reichweite hat. Die Reichweite ist bei unserem D38D namensgebend mit 38 Kilometern angegeben und das wirkte in meinen Tests auch realistisch. In der Praxis fährt man mit so einem Scooter kaum 38 Kilometer am Stück, deswegen reicht diese in der Regel auch dicker aus und bestimmt eher, wie oft man den Scooter zum Beispiel innerhalb einer Woche nachlädt. Selbstverständlich kenne ich auch diese Reichweitentests hier auf YouTube, also dann stellt sich jemand auf den Scooter drauf und fährt 38 Kilometer im Kreis und sagt, yo, hat er erreicht oder nee, sind 2 Kilometer weniger. Die Frage ist halt, wie sinnvoll das ist. Mal abgesehen davon, dass es wie gesagt sehr, sehr stark auf das eigene Gewicht ankommt, sind natürlich auch Faktoren wie Gegenwind, ist da eine leichte Steigung drin, was für Untergrund haben wir, wie gut rollt der Scooter und so weiter. Das sind alles Faktoren, die damit einspielen. Also vertraut diesen Tests vielleicht nicht so zu 100%, ist natürlich ganz nett anzugucken, aber die Frage ist halt, wie sinnvoll das Ganze ist. Über den Bedienknopf am Scooter lassen sich zudem 3 Fahrmodi einstellen. Bei Eco wird die Geschwindigkeit auf 15 km/h reduziert, das kann also auch super als Anfängermodus genutzt werden. D ist für den ganz normalen Betrieb und S steht für Sport und lässt den Scooter dann schneller beschleunigen. In der Smartphone-App kann man außerdem noch einen G-Modus aktivieren, der das Schieben vor allem bergauf erleichtert, wenn man zum Beispiel mit anderen Fußgängern unterwegs ist. Ihr seht das hier im Material, ich schiebe den Scooter mit eingeschaltetem G-Modus quasi nur mit einem Finger und die Bewegung wird vom Motor erkannt und dann direkt unterstützt. Gerade wenn man in einer Fußgängerzone oder so jetzt nicht fahren möchte, sondern schieben will und es vielleicht ein bisschen bergauf geht, ist es auf jeden Fall eine nette Erleichterung, die man erstmal gar nicht auf dem Zettel hat, dann aber gerne nutzt, wenn sie da ist. Außerdem gibt es noch eine per Bluetooth zuschaltbare Wegfahrsperre. Diese kann zum Beispiel aktiviert werden, wenn man mal kurz zum Bäcker oder so reinspringt und versucht dann, jemand den Scooter zu entwenden, fängt er an zu piepen und blockiert über die Elektrobremse. Wenn man die per Bluetooth angeschaltet hat, kann man auch sehr weit weggehen. Er braucht dann keine aktive Bluetooth-Verbindung, sondern das ist dann einfach aktiviert. Auch wenn ihr einen Kilometer weit weg seid, sobald jemand versucht, den Scooter dann zu schieben, kommt eben das Piepen und diese Bremse und nur ihr selbst könnt über die Smartphone-App das Ganze dann wieder deaktivieren. Das Gitterrohrrahmendesign eignet sich übrigens hervorragend dazu, den D38D mit einem separaten Schloss abzuschließen. Bei vielen anderen Scootern hat man so eine Stelle nicht und muss dann den Reifen zum Abschließen nutzen. Der Reifen kann allerdings schnell demontiert werden und der Scooter ist dann halt schneller entwendet. Das ist genauso wie beim Fahrrad, ihr kennt das sicher, dass da irgendwo ein abgeschlossener Reifen an der Laterne hängt und das ist dann genau das Szenario, wenn der Rest vom Fahrrad dann einfach weggeklaut wird und der Reifen dann halt noch da ist. Das nützt dann nicht so ganz viel. Der Segway Ninebot D38D ist quasi der Sweet Spot bei den E-Scootern.
Mit aktuell 509 Euro ist er deutlich günstiger als die Flaggschiff-Modelle, macht aber kaum merkenswerte Abstriche in puncto Qualität und Ausstattung. Wer also zum Beispiel nicht unbedingt eine Scheibenbremse braucht oder eine Reichweite von über 50 Kilometer haben muss, bekommt hier ein sehr schönes Paket zu einem fairen Preis. Wie anfangs gesagt, natürlich mit allen benötigten Papieren für das Versicherungskennzeichen von einem bekannten Hersteller, den jede Versicherung kennt. Bei noch offenen Fragen zum D38D stehe ich natürlich wie immer in den Kommentaren zur Verfügung und schreibt auch gerne rein, was ihr so von dem Scooter haltet. Danke euch fürs Zuschauen und danke auch an Segway Ninebot, dass ich den Scooter bereits vor Veröffentlichung testen konnte. Jetzt bin ich aber erstmal wieder draußen und sage bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, genießt den Sommer. Bis denn. Peace.